Was für ein Kraftakt in der letzten Folge. Wir sind nicht sonderlich weit gekommen, aber immerhin liegen hier alle auf dem Boden und wir dürfen weiter. Dani hat uns weitergebracht in der letzten Folge. Jetzt darf ich wieder spielen. Jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Raum. Jetzt kommt dann der fiese Kampf. Mit nochmal so vielen Gegnern. Mich wundert es eh, dass da nicht noch zwei Wellen kamen. Aber, aber diese eine hat sich ja angefühlt wie 1000. Machen wir mal den Sprinkler an, mal sehen, was der Roboter dazu sagt. Da kannst du wieder den Saft rausnehmen und woanders rein. Ach so. Ist ja Fahrt. Brauchen wir hier Medizin? Nee. Wir haben unser tolle Mediziner-Kombo uns in der letzten Folge gebaut. Da kann uns nichts passieren. Sah bloß so aus. Oh, hier ist aber eine Erinnerung. Nee, nicht eine Erinnerung, sondern... Okay, ein Fire Exit neben der Sicherheitstür. Ich habe im vorigen Raum schon einen gesehen. Ja? Ja, aber da war, glaube ich, nicht so ein Modul daneben. Nicht so eine Sicherheitstür, oder? Also hier ist ein Fire Exit, aber da ist... Nee, na, genau, da ist eben keins daneben. Hm, war es ein anderes. Das ist vielleicht der Raum von der anderen Seite. Möglich. Nee, Moment, da wollten wir lang. Ja. Sesam öffnet. Vielleicht da drüben. Wo sah auch ein bisschen anders aus, oder? Da waren Koch. Ach, schau mal, das müsste da drüben auf der anderen Seite sein. Kannst du da nur die Frage, durch, wie man da hin kann. Ah, ja. Dann kannst du die erstmal aktivieren. Mal ganz kurz umschauen. Da kannst du hochklettern. Ah ja, okay, gut. Wenn uns das System schon sagt, dass wir da lang sollen, dann... Ich guck nur ganz kurz hier hinten. Nein, da ist nichts mehr. Zack. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder nicht irgendwie dahin zurück. Nix. Da geht's richtig weiter. Ich schau erstmal hier. Der erste mutige Schritt hin zu einer friedlichen, wohlhabenden Gesellschaft für alle. Nee, auch nix. So komisch. Na ja, gut, dann halt hier weiter, oder? Mhm. Was soll's? Was ist mit ihm hier? Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Ach, das ist Trace. Der ist völlig, verbuggt. Mhm. Auch scheiße, aber wenn du so einen computergesteuerten Halbanzug hast, denn sowas drauf hast wie Windows 8 oder so. Oha, ist ja knapp. Nee. Darf ich nicht durch? Fliegen die hier im Kreis? Ich glaube ja. Bei diesem Art-Design kriegt man echt wieder richtig Lust auf Mirror's Edge 2. Volle Kanne. Den ersten letztens erst wieder durchgespielt. Viel Freude dran gehabt. Bis auf die Kämpfe. Ja. Ich hatte die Kämpfe gar nicht so schlimm in Erinnerung. Oh, ich habe die noch sehr schlimm in Erinnerung. Ah, schau mal hier, Lebensbalken. Wow. Das kommt uns wie gerufen. Zumindest wer die letzte Folge ertragen hat. Wenn die schlimmer sind, dann gute Nacht. Wieso noch schlimmer, die Kämpfe? Naja, wenn du sagst, du hattest sie gar nicht so schlimm in Erinnerung, aber sie sind ja, aber jetzt, so jetzt habe ich halt stärker darauf geachtet. Es kann gut... Ne, warte mal, Mirror's Edge ist von 2009 oder 2008? 2009. Ja, vielleicht... Nee, war man oder? Verzeihen da. Oder 2008, weiß ich gar nicht. Ich könnte auch denken, dass es 2008 war.
Cool, jetzt sind wir ganz oben. Dann investieren wir doch mal. Der Konzeptwürfel. Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Aha, scheinbar bescheißen die einen. Oh je. Buchstabenrätsel. Was kannst du da machen? Okay, das heißt, man muss aus den Buchstaben ein neues Wort bauen und das hat was mit dem Text zu tun, den Trace gerade losgeworden ist. Spiel nochmal ab. Memorize Schwindel entlarvt. Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Okay. Ich bin so schlecht in sowas. Ich habe dummerweise gelesen in einem der Kommentare bei dem letzten Rätsel, da bei der anderen Tür, ja, dass noch eins käme. Das ist dann wahrscheinlich das hier und dass das aber aufgrund der Übersetzung oder so, dass man da eigentlich nicht drauf kommt. Oder dass zumindest, wie auch immer das geschrieben hat, da nicht drauf kam. Okay. Also was sagt er hier? Scherben wäre dann das letzte Wort wahrscheinlich, oder? Mach nochmal. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Könnten ja jetzt zig Wörter sein. Ah ja, schön, dass der Kompass uns nochmal dahin zeigt. Vielen Dank dafür. Also, da steckt zum Beispiel das, in Hominis steckt zum Beispiel das Wort Omni drin. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll. Oder Mini. Die Frage ist, wird das ein Wort dann oder drei? Soll es denn Scherben, ob es Scherben sein soll? Ja, was gibt es denn für ein Synonym für Scherbe? Ja, wir müssen wahrscheinlich eh auf Englisch denken oder müssen wir auf Französisch denken? Gute Frage. Ach du Scheiße! Also das wäre ja ein bisschen extrem, oder? Warum ist bei der Memorize die 3 drin? Ist das immer bei Memorize drin? Ich glaube ja. Ich glaube, das gehört, warte mal. Meinst du, da gibt es einen Grund? Evolutio, Hominis... Was passiert denn, wenn du den Knopf drückst? Kannst du den schon bewegen? Nee, okay. Ist nicht anwählbar. Also was sagt er? Kannst du dich sonst in dem Raum noch umschauen? Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Betrayal, aber es geht ja nicht. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben... Fortschritt auf Englisch? Progress. Erst dann wird das geht Geheimnis offenbar. Secret? Geht auch nicht, ist kein C drin. Tapferkeit, Brave. Geht nicht, ist kein Bravery. B drin. Bravery. Ist kein B drin. Ja. Was ist diese Treppe? Kann man die hochgehen? Schauen wir uns mal nochmal kurz um. Deshalb spielen wir keine Adventures. Weil man dazu denken muss. Und denken ist nicht unsere Stärke. Überhaupt nicht. Das habe ich eindrucksvoll bei Antichamber unter Beweis gestellt, da wäre ich ohne... Das ist schon meine Abi-Prüfung unter Beweis gestellt. Gesagt, ja, hier, der, nicht so. Was für Worte stecken da drin? Was hat die 3 zu bedeuten?
kriegen wir schon, als ich das gehört habe, jetzt kriegen wir schon Nachrichten von extern. Die uns helfen wollen. Gerade macht da ein Handy schaffen. Bing Bing. Und mit Scherben. Was ist ein Scherben auf Englisch? Schad. Aber das geht ja auch nicht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Da fehlen so viele Buchstaben. Also ich glaube nicht, dass es... kann man nicht vorstellen, dass es Synonyme sind für die Worte, die er sagt, weil das, da hätten wir mindestens eins schon entdeckt, glaube ich. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Dieser Würfelzugangscode. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Wird Memorize Spindel entlarvt. Betrayal? Muss die Menschheit tapfer sein. Das ist eher Betrug, oder? Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ich kann ehrlich gestehen, dass ich gerade nicht so richtig weiter weiß. Was gibt's denn? Scherben. Crack, nee, ist auch ein C. Upsala. Hominis. Ist denn Evolutio? Wie meinst du das nur, dass man nur ein Wort hochnehmen soll? Das kann naja, wie heißt das denn im Lateinischen Evolutio? Ist das aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen? Mein Gott, bin ich dumm gerade. Also irgendwas hat die 3 zu bedeuten auf jeden Fall. Irgendwas stimmt doch mit der 3, nicht, sonst wäre die da doch nicht. Ja, das. Ne, ich glaube, das ist schon richtig. Was sagt denn dein Kompass? Der sagt gar nichts, oder? Nee. Er sagt nur, dass ich da hingucken soll. Moor. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie mehr wollen. Hallo, jetzt greif's halt. So. Ja, aber das, was er sagt, muss doch ein Hinweis sein. Ich schnall den Hinweis nicht so richtig. Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Tapfer, brave. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Ah, okay. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Okay, jetzt will ich den Lichtblitz haben. Mach nochmal. Bei Memorize wird der Schwindel entlarvt. Also was ist bei Memorize der Schwindel? Die 3, oder? Das ist das, was nicht richtig ist. Okay. Und bei Menschen? Nimm mal die 3. Die raste jetzt nicht anders ein als andere, oder? Na gut, wäre ein bisschen langweilig dann. Was sagt er bei Menschen? Ach so. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst Romini? Tapfer. Was ist an dem Wort? Welcher Buchstabe steht dafür? Tapfer. Ich kenne nur Brave, ehrlich gesagt. Hero? H? Hero. Was war das dritte noch? Schwindel entlarvt. Das Schwindel. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Die Scherben, stimmt so. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Am Ende des Fortschritts. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Vor Scherben steht. Es fehlt ja eh der letzte Buchstabe. Nimm mal das. Was dann? Nimm mal das O rechts. Achso, wegen Ende des Fortschritts. Was für ein Scheißrätsel. Ja, vor allen Dingen.
für Leute, die jetzt kein Englisch sprechen, nicht zu lösen. Ja. Naja, vielleicht ist es auf Französisch. Wohl Held. Ja, das war noch das Einfachste. Und jetzt? Jetzt haben wir da drei Pfeile. Jetzt ist mein Gehirn gefried und ich brauche erstmal eine Pause. Ist schon wieder vorbei. Ja. Na dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.